Willkommen zurück bei das Schwarze Auge Memoria. Wir sind immer noch dabei, die Masken zu lösen, beziehungsweise die Elementargeister zu lösen. Ich habe mir alles noch mal ein bisschen angehört und ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Mal heiß, mal kalt. Aber wenn Wasser heiß ist, dann verdampft es doch, oder? Wir machen mal Wasser. Du bist Wasser. Haltet mich fern von meiner Schwester in der Mitte. Erst raubt sie meine Form und schließlich meine Substanz. Aber das... Wer bin ich? Das ist definitiv Eis. Du bist Eis. Genauso wie er halt Feuer ist. Halt mich bei Laune, sonst vergehe ich. Halt mich in Schach, sonst versehre ich dich. Wer bin ich? Feuer. Du bist Feuer. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Wer bin ich? Die Frage ist, was trägt natürlich, was trägt die Welt? Die Erde? Also Humus ist Erde. Ich habe das mal gegoogelt. Humus ist Erde. Schade, dass hier nicht einfach Erde steht. Humus ist Erde. Jetzt ist die Frage, wir wissen, was Erze sind. Erze sind natürlich die Schätze der Natur, ne? Also Gold, Silber, Kohle und so weiter. Aber was davon? Warte mal, wir hören das uns nochmal an. Ich bin die Schwester mit der größten Geduld. Äonen feile ich an meinen Schätzen und trage das Antlitz der Welt. Okay. Wer bin ich? Erz. Du bist Erz. Doch, mit Von dem waren wir all richtig. Meinen Geschwistern entstand ich zuletzt. Ich gebe jedem Leben, aber wo ich gebe, dann nehme ich auch zurück. Wer bin ich? Ja, da muss ich dann sagen, ist Humus. Erde. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Luft. Du bist Luft. Eis, Feuer, Humus, Wasser, Luft und Erz. Welcher Elementargeist gehorcht welchem Element? Scheint er immer noch nicht gestimmt zu haben. Okay, ich meine, die sind ja eigentlich ganz klar. Oder? Also ich meine hier Eis, Feuer, Erz und Humus, Erde. Was sagt er nochmal? Wie mein Bruder bin ich mal heiß, mal kalt und immer in Bewegung. Doch anders als er bleibe ich dabei immer derselbe. Wer bin ich? Wir haben hier Wasser gewählt, ja, ne? Wir drehen das mal um. Wir nehmen hier du mal Luft. Du bist Luft. Ich kenne die Welt wie kein anderer. Man kann durch mich hindurchgreifen und doch verberge ich ihre größten Geheimnisse. Wer bin ich? Na gut, aber hindurchgreifen? Man kann ja nicht durch Luft greifen, oder? Wir machen mal Wasser. Du bist Wasser. Es ist vollbracht. Das Tor nach Draconia steht dir nun offen. Ich sehe nichts. Tritt näher. Wollen wir das? Ich würde gern gehen. Einfach nach Hause gehen. Nuri halte ich schon als irgendwie als Hausraben. Als Vogelfänger ist das kein Problem. Aber wir müssen anscheinend, ne? Ja. Er ist auch nur eine Versteinerung. Er hält etwas in der Hand. Ein Buch. Geron, bist du hier? Breda. Ah,
Du bist noch da. Ist Eurich oben? Nein, er liegt dort hinten auf dem Boden, der Staubhaufen. Das ist nicht dein Ernst. Vielleicht setzt du dich erst mal. Ich muss dir etwas zeigen. Da war das doch so rum richtig. Okay. Interessant. Es ist ein Tagebuch, geschrieben von einem Luftmagier, der zu Sadjas Zeiten in Draconia lebte. Die anstehende Schlacht in der Gorischen Wüste, das heilige Heer vor unseren Toren, verlangte man auch von uns, einen Teil in diesem beispiellosen Blutbad zu spielen. Meinst du, das Buch gibt uns einen Hinweis, wie wir den Weg nach Draconia finden? Ach, Geron, das Buch ist der Weg nach Draconia, wie jedes Buch ein Tor sein kann. Ah, das sieht nach einer guten Stelle aus. Kapitel 5. Oha. Ich befand mich gerade auf dem Weg zu den Laboren der Erzfakultät, als Admiral Vahim mich überraschend im Hauptgang abfing. Eure Haltung ist untragbar, Xerxes. In 3 Tagen werden die Dämonenhorden über Aventurien herfallen. Also, Xerxes. Wenn mein Heer untergeht, dann ist es eure Ignoranz, die uns zu Fall brachte. Ach, Admiral, ich weiß doch, ich weiß. Aber ihr übertreibt. Wir sind einfache Elementarmagier. Wir haben uns in diese Hallen zurückgezogen, weil uns die Belange der Welt ermüden. Wir sind keine Krieger. Ihr gebietet über die Elemente. Ihr könnt mit euren Geistern Wirbelwinde über die gegnerischen Horden schicken oder einen infernalen Feuersturm. Keshal Ri selbst ist Zeuge eurer Macht. Schwebesteine sind eine Sache, Krieg eine andere. Schlagt euer kleines Geplänkel bitte alleine. Ich wiederholte meine Worte vom Vortag, betonte, dass wir das Gleichgewicht der Sphären nicht bedroht sahen und erlaubte mir sogar einen kleinen, raffinierten Wortwitz über den militärischen Eifer unserer Zeit, der zu meiner Enttäuschung jedoch nicht als solcher verstanden wurde, als die Geister am Tor auf einmal ihre Pforte öffneten. Er schwebt. Erwartet ihr jemanden? Nein. Herzlich willkommen im Konzil der Elemente. Was kann ich für euch tun? Kapitel 4. Erfolg. Kapitel 4 Erfolg. Draconia? Ist dies Draconia? Ja, das Konzil der Elemente zu Draconia. Ihr benötigt die Dienste eines Elementarmagiers? Ich würde mich gern vorstellen. Ich heiße Sadja. Ich komme aus Fazar. Fazar? Ein weiter Weg. Seid ihr die ganze Strecke zu Fuß gelaufen? Ja. In die Schlacht eintreten. Ich würde gern helfen. Ich bin hier, um mich dem Heiligen Heer anzuschließen. Ich will in der Gor kämpfen. Damit habe ich nichts zu tun. Wir können jeden gebrauchen, den wir kriegen können. Was kannst du? Tanzen. Ich suche einen Prinzen. Ich soll ihm diese Maske überreichen. Xerxes, bringt sie zum Prinzen. Mir wäre lieber, ich... Sofort. Wenn ihr mir bitte folgen wollt... Ich muss gestehen, wir sind etwas, überrascht über eure Ankunft. Nicht viele Menschen verirren sich hierher. Ehrlich gesagt ist mir dies auch ein Segen. Dieser Admiral geht mir langsam auf den Geist. Wusstet ihr, dass Draconia einst von Drachen erbaut wurde? All die Wunder dieser Welt vereint an einem Ort. Und hinter jedem Stollen verbirgt sich eine neue Überraschung. Und dieser Mann will, dass wir all das liegen lassen und in seinem komischen Krieg mitkämpfen. Könnt ihr das fassen? Darf ich fragen, was es mit dieser Maske auf sich hat? Sie gehörte einst einem
Die entzieht Menschen ihre Erinnerungen. Sie entzieht Menschen ihre Erinnerungen und macht sie zu Sklaven. Das klingt nicht sehr erfreulich. Mir wurde gesagt, ich solle sie hierher bringen. Mehr weiß ich nicht. Sie sieht sehr alt aus, wie aus einer fernen, längst vergessenen Zeit. Ach, die Zeit. Ist Zeit nicht etwas Erstaunliches? Auf den ersten Blick wirkt in Draconia alles gigantisch und wir so klein. Aber das ist nichts im Vergleich zu der monumentalen Größe der Zeit, die in diesen Hallen schlummert. Unserem Wissen nach ist dies das älteste Bauwerk Aventuriens. Fast so alt wie die Zeit selbst. Ich hoffe, ihr habt einen langen Atem. Diese Treppe hier ist grausam. Ja, sieht auch so aus. Und hier ein weiteres urzeitliches Wunder, über das wir nur staunen können. Ein Sternensystem, aber faszinierenderweise nicht das unsere. Wer hat es gebaut? Und warum? Zeigt es die Vergangenheit? Oder eine ferne Zukunft? Ich behaupte ja, es zeigt beides. Und eine weitere Treppe. Yay. Ah, die Zucchini. Warum ist Draconia so leer? Ich dachte, ihr zieht bald in den Krieg. Wo ist das Heer? Falsch. Wir, das heißt das Konzil, hat beschlossen, sich aus diesem Krieg herauszuhalten. Man drängt uns, unsere Meinung zu ändern. Aber solange das Sphärengleichgewicht nicht gestört ist, sehen wir keinen Grund dazu. Verdammt! Das heißt, es gibt hier kein Heer? Doch. Da hinten. Oh oh. Die fliegende Feste Keschalri. Ein Meisterwerk der elementaren Luftmagie. Habt ihr noch eine letzte Frage, bevor ich euch zum Prinzen führe? Keine Beine. Achso, ja. Oh Gott. Ich wollte gerade, wieso keine Beine? Hat der Prinz keine Beine? Fliegende Feste. Erzählt mir mal was über den Prinzen. Wer ist der Prinz? Die Festung wird von 100 mal 100 Luftgeistern getragen, die in besonderen Kristallen gebunden wurden. Sogenannten Schwebesteinen. Der Prinz ist ein Meister der Beherrschungsmagie. Er sorgt dafür, dass die Geister in den Steinen bleiben und tun, was von ihnen verlangt wird. Aber wieso ein Prinz? Wie Admiral Vahim immer so schön sagt, in solchen Zeiten nimmt man, was man kriegen kann. Auch gut. Erzählt mir doch mal was über die fliegende Feste. Darin befindet sich das Heilige Heer? Ja, eine ganze Armee von Geweihten. Ein zweites Heer marschiert gerade von Zorgan Richtung Gor. In 3 Tagen werden beide Truppen kurz vor dem Plateau zueinander stoßen und gemeinsam in die Schlacht eintreten. All der Aufwand nur, um zu sterben. Tragisch. Ja, irgendwie schon. Aber erzähl mal, was ich auch tragisch finde, ist, ihr habt keine Beine. Was ist mit euren Beinen? Ich bin mit sehr schwachen Beinen geboren. So schwach, dass sie nicht mit meinem restlichen Körper mitwuchsen. Ein Luftgeist trägt mich seither durch mein Leben. Das war schön. Dann Ende. Bringt mich zur Festung. Ich muss diesen Prinzen sehen. Und wieder schließt ihr voreilige Schlüsse. Der Prinz befindet sich nicht mehr auf der Festung, sondern hier in diesem Loch. Nehmt meine Hand. Wieso ist er gefesselt? So, da wären wir. Ja, der Prinz ist ein Gefangener und ja, ihr habt ihm zugespielt. Habt ihr irgendetwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Was? Was hat er getan? Er hat sich an den Schwebesteinen der fliegenden Festung zu schaffen gemacht. Er ist böse und wir haben ihn gefangen. Ihr wisst nichts darüber? Dieser Raum ist ein Gefängnis? Draconia hat keine Kerker. Daher mussten wir umdenken.
Wir befinden uns hier direkt über dem Sphärenobservatorium. Die Magie des Observatoriums hält die Matrix des Raumes stabil. Das macht es unmöglich, hier zu zaubern. Ihr versteht das Prinzip? Nein. Dabei ist es so einfach. Okay. Was will er mit der Maske? Wer weiß? Ich wusste bis eben noch nicht einmal, dass so ein Artefakt überhaupt existiert. Lasst mich gehen. Ich habe die Maske unter falschem Wissen hierher gebracht. Ich bin unschuldig. Ich weiß. Auf dem Weg hinauf habe ich einige Zauber auf euch gewirkt. Ich weiß, dass ihr nichts Böses wollt. Na dann. Bevor ich euch gehen lassen kann, müsst ihr mir erst die Maske, euren Stab und den Dolch geben. Anders geht es nicht. Bleibt ihm bitte fern. Ich müsste euch sonst in den Abgrund stoßen. Wie lustig. Yay. Ich weiß nicht einmal, wo ich ansetzen sollte. Okay, Luftadept Abgrund. Was ist dies für ein Ort? Es gibt keinen Kerker hier in Draconia. Daher haben wir den Hohlraum über dem Observatorium für diesen einen Fall in ein Gefängnis umgebaut. Das elementare Gleichgewicht und die Harmonie über dem Sphärenraum verhindert jede Form der magischen Einflussnahme. In dieser Atmosphäre ist es keinem Sterblichen möglich zu zaubern. Ihr versteht? Keinem Sterblichen, das ist aber auch... okay, ich kann die Zauber auch nicht mehr wirken. Nein, es ist mein Rubin, nicht seiner. Nein, den kriegst du nicht. Ich darf mein Ziel nicht... Das mache ich erst wie... Bleibt ihm bitte fern. Halt! Seid ihr des Wahnsinns! Ihr habt mich doch hierher gebracht. Keine Sorge, Magier. Du kannst die Maske ruhig haben. Noch brauche ich sie nicht. Seht ihr? Und nun gebt sie mir. Sie wirkt nur auf Menschen. Bleibt ihm bitte fern. Bleibt ihm bitte fern. Okay. Luftadept. Ich warte. Okay, dann die Maske. Fehlen nur noch der Dolch und der Stab. Der Dolch? Und nur noch der Stab. Ja, ich hab's verstanden. Ich bin gleich zurück. Frag mich, was er vorhat. Ah, jetzt können die beiden unbehorcht quatschen. Wer auch immer du bist, danke, dass du sie hierher gebracht hast. Hätte ich gewusst, dass du dahinter steckst, hätte ich es mir zweimal überlegt. Die kennen sich. Hallo, Kasim. Ich bin es. Satya. Satya? Satya! Wie lange ist das her? Seit du mich aus dem Palast werfen ließt? Lange genug, um diese Zeit hinter mir zu lassen. Als hätte sich seither irgendetwas verändert. Ich bin immer noch der alleinige Erbe der Mogul-Dynastie. Und du? Du bist nichts. Du irrst. Ich werde in die Schlacht gegen die Dämonenhorden eintreten und ich werde triumphieren. Ganz Avestan wird meinen Namen kennen. Und alle Menschen werden in Ehrfurcht vor mir auf die Knie fallen. Glaubst du das wirklich? Du kannst dich nicht ändern, Satya. Du wirst immer diejenige bleiben, die du einmal warst. Zweitrangig, unbedeutend. Mein Name dagegen, mein Name wird unsterblich sein. Nehmt meine Hand. Ich bringe euch an einen gemütlicheren Ort. Okay. Was glaubst du, woher kannten sie sich? Er ist ein Prinz, sie eine Prinzessin. Vielleicht sind sie Geschwister. Was mich vielmehr wundert, ist, woher der Magier von ihrem Gespräch wusste. Er war nicht dabei, und doch steht es in seinem Tagebuch. Lies mal weiter. Ich brachte die Frau auf ihr Gemach. Es war offensichtlich, dass sie den Prinzen kannte. Doch konnte ich auch weiterhin keine Böswilligkeit in ihr erkennen. Um sie im Auge zu behalten, befahl ich einem meiner unsichtbaren Luftgeister, sie auch weiterhin zu beobachten. Aha! Aha! Ich werde euch nun allein lassen. Ruht euch aus. Ihr werdet bei Kräften sein müssen,
wenn wir euch morgen zurückschicken. Ich bin nicht hierher gekommen, damit man mich zurückschickt. Ihr wart das Instrument eines Verräters. Ich bezweifle, dass Admiral Vahim so jemanden auf seiner Festung haben will. Lasst mich mit ihm reden. Auf dem Tisch steht Wasser. Frisches Gemüse lasse ich euch bald bringen. Wir sehen uns dann im Morgengrauen. Gute Nacht. Wenn ihr nicht mit dem Admiral reden wollt, dann mache ich es selbst. Und bleibt bitte auf eurem Zimmer. Gutmütig. Wie? Man hat mich hier eingesperrt. Morgen läuft sie aus. Und ich werde ein Teil von ihr sein. Die Welt soll endgültig erkennen, aus welchem Stein ich gemeißelt bin. Okay. Ja gut, der Stab ist ja jetzt weg, deswegen können wir auch nicht mehr zaubern. Was haben wir denn hier noch Schönes? Eine Pflanze. Sie fühlt sich an wie Wachs. Also unecht, würde ich sagen. Haben wir noch Bett, fliegende Festung, hier haben wir nichts. Zur Haupthalle. Wir versuchen mal zur Haupthalle zu gehen. Oh, das geht. Ich muss in die Schlacht. Lasst mich mit dem Admiral reden. Es tut mir wirklich leid. Aber nein. Und nun geht bitte zurück und schlaft. Hä? Er lässt uns einfach... Jetzt bewegt sie sich. Die Blätter wiegen im Wind. Doch weht hier kein Wind. Ah. Der Luftgeist. Hey, du bist ein Luftgeist, nicht wahr? Lass uns spielen. Lass uns verstecken. Lass uns verstecken spielen. Jemand größer. Du und ich, wir beide verstecken uns gemeinsam vor den Magiern. Was machen wir nur? In diesem Raum würden sie uns sofort finden. Das war ja leicht. Händchen für Geister. Gästezimmer, Observatorium, auf das Dach, zur Haupthalle. Fragezeichen. Wir gehen zum Fragezeichen. Das klingt am ungefährlichsten. Oh, wen haben wir denn hier? Ist sie das? Ja, aber was macht sie hier? Admiral? Ich dachte, der böse Magier hat dich in seinen Turm gesperrt. Ja, aber ich bin aus dem Fenster gesprungen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Was, Vahim? Nehmt mich mit in die Schlacht. Ich werde euch nicht enttäuschen. Und Mut hat sie auch. Ja, aber keine Waffe. Außerdem hätte sie fast Kasim in die Hände gespielt. Das ist mir zu riskant. Ich wusste nichts von dem Plan des Prinzen. Davon hörte ich. Doch woher weiß ich, dass du diesem Mann nicht auch weiterhin unwissend zuspielst? Solange wir seinen Plan nicht kennen, werde ich kein weiteres Risiko eingehen. Ja, aber ganz ehrlich. Was für eine Waffe brauche ich, um mit euch mitzukommen? Wir kämpfen gegen Dämonen. Etwas Geweihtes wäre gut. Bringt mir irgendeine Waffe und mein Gefährte wird sich darum kümmern. Er ist ein Geweihter. Todgeweihter. Trifft es wohl eher. Ariarchos, bitte. Erzählt mir mal über die Schlacht. Was weiß man über die Schlacht? Es heißt, der Dämonenmeister Borbarat plant eine Invasion der Verdammten in der Gorischen Wüste. Und Rohal der Weise stellt sich ihm entgegen. Rohals Truppen bereiten sich schon seit Monaten in Zorgan auf den großen Tag vor. Derweil dringt immer mehr dämonischer Abschaum aus Borbarats Portalen in die Gorische Wüste. Viel Aufwand für ein Gemetzel, das nur wenige Stunden dauern wird. Wie auch immer es enden wird, es wird Aventurien auf ewig verändern.
erzählt mir doch mal was über die geweihte Waffe. Ist es gleich, was für eine Waffe ich weihen lasse? Ihr solltet schon damit umgehen können. Alles Weitere überlasst ihr meinen Geweihten. Warum eine fliegende Festung? Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dämonenplage sich ausbreitet. Darum tragen wir die Schlacht direkt vor Borbarats Tür. Kein Lebewesen hat sich jemals so vielen Kreaturen aus den Niederhöllen gegenüber gesehen wie wir in 3 Tagen. Ihr müsst wissen, Dämonen sind zäh und nahezu unbesiegbar. Um sie zu schlagen, muss man sie auf geweihten Boden locken. Und da wir das nicht können, bringen wir den geweihten Boden zu ihnen. Keshal Ri ist ein monumentaler, schwebender Tempel. Gebaut, um das Licht der Götter mitten in die Heerscharen der Finsternis zu tragen. Okay. Wie wird es sein, gegen Dämonen zu kämpfen? Grausam wird es sein. Es gibt nichts Schrecklicheres, als dem Wahnsinn einer solchen Kreatur ausgesetzt zu sein. Sie denken und handeln nicht wie wir. Ihre Körper sind nicht aus Fleisch und Blut. Und sie sind nahezu unverwundbar gegen herkömmliche Magie. Wie tötet man so etwas? Mit geweihten Waffen. Sehr viel Glück, Mut. Und einer gigantischen fliegenden Festung. Okay, erzählt mir aber mal was über Draconia. Warum liegt ihr bei Draconia vor Anker? Die Luftmagier hatten uns beim Bau von Keshal Ri geholfen. Wir hatten gehofft, sie würden uns auch weiterhin unterstützen. Doch hier interessiert man sich nur für Elemente und Sphärenharmonien, nicht für Politik. Egal wie blutig. Das Konzil will lediglich eine Gruppe Beobachter an Bord schicken, aber mehr auch nicht. Gut. Dann gibt es jemanden, der der Nachwelt von mir berichten kann. Ha! Das wäre viel zu selbstlos für dieses Pack. Die Elementarmagier planen schon länger, sich aus den Geschicken der Welt zurückzuziehen. Sie erwarten, dass die Schlacht ihnen diese Entscheidung erleichtern wird. Mit anderen Worten, sie hoffen, dass es blutig wird und sie nie wieder ihren kleinen Elfenbeinturm verlassen müssen. Wenn es diesen Elfenbeinturm dann überhaupt noch gibt... Okay, ja, beenden wir mal erstmal das Gespräch. Ich bin bald zurück. Okay, Drachenhalle, Laterne. Die Flamme klingt anders als die anderen. Es ist fast, als würde sie singen. Okay. Gewölbe. Wo geht sie hin? Ich hab ganz woanders hingeklickt. Es gibt nichts weiter in diesen Gewölben. Nur diesen einen Raum. Hä? Okay, da würde ich sie einfach nochmal im Kreis laufen. Nein, hör auf. Stopp. Ah, okay. Mit Escape geht's. Dem Flusslauf folgen. Dem Wasserlauf entlang. Da gehen wir nochmal hin und dann gehen wir nochmal nach oben. Also wir folgen nochmal der Treppe nach oben. Zur Drachenhalle. Yay. Nach draußen. Oder nein. Nein. Ich beende an dieser Stelle erstmal diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Ich bedanke mich, euer Imgrimsch.